Willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrer Lieblingssendung Auf den Punkt bei TV Berlin. Heute beginne ich meine Sendung mal mit einem Zitat. Das Zitat kommt vom bekannten Filmemacher Wolfgang Kohlhaase und er sagt: Ein Ort, an dem es an Schönheit nicht mangelt und ein Programm, an dem es an Sinn nicht fehlt. Wir reden über das bekannte, sehr schöne Filmfestival Film ohne Grenzen und bei mir zu Gast ist die Chefin und Gründerin Susanne Sürmund. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Susanne Sürmund, Film ohne Grenzen, was ist das, seit wann gibt es das? Erzählen Sie unseren Zuschauern, worum es geht. Film ohne Grenzen ist ein Landfestival in Bad Saro und wir zeigen ein sehr ausgewähltes, sehr anspruchsvolles Filmprogramm, widmen uns jedes Jahr einem Schwerpunktthema und laden Brandenburger, Berliner ein, zu uns zu kommen. Und ich glaube, das ganz Besondere ist einfach auch die Lage dieses Festivals. Das Ganze findet auf einer Halbinsel im Scharmützelsee in einer Kulturscheune statt und ist einfach auch von der Umgebung einfach ein Traum. Und ich glaube, die Inhalte, die wir sehr, sehr sorgfältig das ganze Jahr über auswählen, ist wirklich ein Grund, uns zu besuchen. Von dieser Halbinsel müssen Sie uns mal erzählen. Was ist das für eine Halbinsel? Gut Eibenhof habe ich gelesen. Gut Eibenhof, genau. Das ist ein altes Gut, was unterschiedlichste Funktionen während des Krieges in der DDR-Zeit sozusagen innehatte. Und inzwischen ist es in privaten Händen, aber wir sind sehr dankbar, dass die Eigentümer ihre Tore regelmäßig öffnen, nicht nur für unser Festival. Es finden auch andere Kulturveranstaltungen dort statt, eine Opernklasse, Lesungen. Man kann auch dort heiraten. Und wir sind eben so glücklich, dass wir jedes Jahr am 1. September-Wochenende dort unser Filmfest stattfinden lassen können. Und ja, es ist einfach auf einer Halbinsel, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, umgeben von Wasser. Und bei diesen Temperaturen ist man ja nicht undankbar, wenn man nach einer hitzigen Filmvorführung auch vielleicht die Beine mal ganz kurz ins Wasser hängen kann. Film ohne Grenzen, eine Initiative, die Sie mal gegründet haben. Wie kam es dazu, vor 10 Jahren so etwas auf die Beine zu stellen? Also ich bin lange beim Privatfernsehen gewesen, habe die Zeit sehr genossen, aber habe dann irgendwann gedacht, irgendwie die Inhalte passen vielleicht nicht mehr so ganz zu mir. Ich möchte mich irgendwie vielleicht so ein bisschen anspruchsvolleren Inhalten widmen. Und ich liebe aber Film. Und vielleicht ist es so ein bisschen so ein kleiner Mädchentraum, ein eigenes Festival zu gründen. Und ich habe irgendwie durch einen Zufall bin ich einer Freundin begegnet, die das Ganze in Italien tatsächlich initiiert hat. Das Festival hieß damals Senza Frontiera. Es gibt es leider nicht mehr, weil die Finanzen einfach auch sehr schwierig zu organisieren sind für ein solches Festival. Und so bin ich dazu gekommen. Ich habe einfach gedacht, irgendwie ein Festival. Dann bin ich selber auf dem Lande groß geworden. Also mich zieht es auch eher aufs Land als in die Stadt. Und man muss sagen, in Berlin gibt es so wahnsinnig viele Festivals. Also da gibt es einfach keine Notwendigkeit und auch wahrscheinlich kein Interesse, noch ein weiteres Festival irgendwie an den Start zu bringen. Und so bin ich irgendwie in Bad Saro gelandet. Wir haben jetzt so viel da schon drüber geredet, über Film ohne Grenzen. Jetzt müssen wir mal ein paar Bilder zeigen. Wir sind ja beim Fernsehen. Wir haben so eine Minute mal zusammengeschnitten und vielleicht kommentieren Sie mal so ein bisschen. Was sehen wir da so? Oder was sind das für Impressionen? Das sind Impressionen unserer Gäste. Das ist vielleicht sogar, spürt man auch in dieser einen Minute die besondere Stimmung. Also da fährt sogar ein Daimler-Shuttle vor, was natürlich toll ist. Aber dennoch ist es sehr ländlich geprägt. Und es kommen wirklich auch sehr bekannte Leute inzwischen. Das ist natürlich auch toll. Wir haben Tom Schilling letztes Jahr zu Besuch gehabt. Margarete von Trotter war schon öfter da. Also diese Menschen können man alle in diesem kleinen Film sehen. Und ich glaube, dass die Atmosphäre, dieses Ländliche und diese Herzlichkeit, dass die vielleicht rüberkommt. Seit 2013 gibt es dieses Festival Film ohne Grenzen. Wie ging es damals los? Da war eine Idee, haben Sie schon erzählt. Und dann muss man das ja in die Tat umsetzen.
umsetzen in die Praxis. Und da quietscht es ja vielleicht manchmal so ein bisschen. Wie ging das da damals los? Quietschen ist ein schöner Ausdruck. Also wir haben auf jeden Fall vor Begeisterung gequietscht. Und ich glaube, das muss man auch, weil man doch sehr naiv an so ein Projekt herangeht. Und ich erzähle es sehr gerne, weil es auch der Wahrheit entspricht. Es klingt ein wenig kokett, aber am Anfang mussten wir eigentlich Freunde und Familie überreden zu kommen. Und wir haben auch, glaube ich, gar keinen Eintritt verlangt. Hauptsache, die Scheune wird voll. Und es war trotzdem so eine Stimmung, dass wir spürten, irgendwie die Leute haben Lust drauf. So. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie einfach über die Jahre Langmut bewiesen. Es war teilweise echt auch frustrierend, weil wenn man neu an den Start geht, ist es natürlich auch so, dass jeder denkt, Bazzaro, where is Bazzaro? Festival nie gehört. Das ist ja ein sehr bekannter Kurort und wird mit vielen anderen Dingen in Verbindung gebracht, aber nicht mit einem Festival. Und so ist irgendwie über die Jahre aus einer Schnapsidee eigentlich eine ganz echte Kulturmarke geworden. Sie haben erzählt, es gab immer ein besonderes Thema. Mit welchem Thema ging es los? Wir haben nicht gleich mit den Schwerpunktthemen begonnen, muss ich sagen. Also 2013 waren wir ehrlicherweise dankbar für jeden Filmbeitrag, der irgendwie an uns angetragen wurde oder den wir zeigen konnten. Das haben wir eigentlich erst über die Jahre entwickelt, weil wir so gespürt haben, dass uns sehr persönlich auch irgendwie jedes Jahr irgendwie ein anderes Thema so umgetrieben hat oder beschäftigt hat. Wir sind ja auch zu den seltsamsten Themen geraten, die auch teilweise irgendwie polarisiert haben. Also wir haben uns dem Thema Mut gewidmet, dem Thema Anstand. Wir haben einmal ein Jahr gehabt, da haben wir uns ausschließlich den Good News verschrieben. Und jedes Mal gab es Diskussionen alleine über diese Begrifflichkeiten, was eigentlich ja auch schon spannend ist, dass Leute überhaupt sich oder ins Gespräch kommen und nachdenken darüber, warum jetzt Anstand? Was ist eigentlich das Wort Anstand? Und so hat sich eigentlich so ein bisschen entwickelt, dass wir gemerkt haben, es ist für uns irgendwie schön, Filme nach Schwerpunktthemen auszuwählen, aber sich überhaupt auch erstmal über ein Thema des Jahres, dem Zeitgeist entsprechend sozusagen, das zu suchen. Ich glaube, letztes Jahr war das Thema Sehnsucht an der Tagesordnung oder Schwerpunktthema. Ich war dort zu Gast und saß am Lagerfeuer draußen mit Tom Schilling. Das ist diese Atmosphäre, da kommen also bekannte Schauspieler, Filmregisseure setzen sich dann ganz normal zum Publikum. Ich habe das erlebt, eine sehr schöne Atmosphäre überhaupt da, dieser Gut Eibenhof. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie das jetzt sehen und filminteressiert sind, fahren Sie hin, der Weg lohnt sich. Nächste Frage, Frau Sürmond, für wen machen Sie das Festival? Also das Festival ist wirklich ein Festival, das jeden im Grunde genommen einlädt, der sich vielleicht im weitesten Sinne mit Filmen beschäftigt oder gerne ins Kino geht, ganz einfach gesprochen. Wir laden Brandenburger ein, Berliner ein. Es kommen inzwischen auch Gäste aus Düsseldorf, weil sie einfach diesen Ort so wunderbar finden und auch Lust haben, an einem schönen Ort auf sehr anspruchsvolle Kultur zu stoßen. Also wir sind ein Festival für jedermann und das ist uns auch sehr wichtig, ein sogenanntes Publikumsfestival zu sein. Wir sind keine Fachmesse. Wir freuen uns über jeden, der den Weg zu uns auf den Hof findet. Und ehrlicherweise, die Verlockungen kulinarischer Art sind auch nicht zu unterschätzen. Also wir haben auch sagenhaftes Essen aus der Region. Also das heißt, wer mit dem Fahrrad vorbeikommt, kann sich auch nur zu einer Wurst und einem köstlichen Glas Wein bei uns einfinden. Der 1. bis 4. September, liebe Zuschauer, sollten Sie sich merken, da ist das 10. Filmfestival Film ohne Grenzen dieses Jahr. 4 Tage. Wie viele Filme werden dann bei so einem Filmfestival, das Sie organisieren und ja auch gegründet haben, gezeigt? Also in diesem Jahr sind wieder rund 20 Filme dabei. Das sind Filme ganz unterschiedlichen Genres, Langfilme, Kurzfilme. In diesem Jahr sind wir ganz, ganz glücklich, dass wir unfassbar beeindruckende Animationsfilme zeigen durch eine Kooperation mit einer französischen Stipendiumsgemeinschaft. Das wird ganz großartig und wir zeigen eben die Filme in der Kulturscheune direkt auf der Insel, aber sind sehr dankbar, dass wir auch das Cinema Bazzaro, was es erst seit wenigen Jahren gibt, mit einbeziehen. Also die Leute können sich freuen auf ein buntes Programm, was von Donnerstagabend bis Sonntagabend eigentlich für jeden irgendwie was bereithält. Nun hat ja jedes Filmfestival auch Preise. Im großen Sport, die Berlinale, da gibt es ja den goldenen Löwen und den silbernen Löwen und was weiß ich, was für Löwen. Gibt es bei Ihnen auch Preise?
Bei uns gibt es keine Preise. Das hat den Grund, dass wir eigentlich ein sehr kleines Festival sind und wir zeigen so unterschiedliche Genres und müssen dann ja Kategorien aufmachen. Und ehrlicherweise, wir finden, dass jeder Preis, und das ist wirklich so, wie ich sage, irgendwie einen Preis verdient, also preiswürdig ist. Da geben wir uns ja auch Mühe, diese Filme das ganze Jahr auch wirklich zu finden. Und wir möchten uns gar nicht so diesem Druck aussetzen, da irgendjemanden zu prämieren. Insofern, jeder Film hat so seine Berechtigung und uns ist daran gelegen, auch den roten Teppich, das ist immer so ein Thema, wir haben keinen roten Teppich, wir haben eine Pressewand und da machen wir auch schöne Fotos mit unseren Ehrengästen, aber wir wollen eigentlich mit den Filmemachern ihre Filme feiern und das eben, wie du gerade sagtest, wie Sie gerade sagten, am Lagerfeuer. Wie schwer ist es also, an diese Filme heranzukommen? Wir hatten, Sie haben erzählt, 20 Filme dieses Jahr. Was kostet dann sowas und wie kriegt man das überhaupt auf die Kette sozusagen? Das ist eine gute Frage. Also am Anfang war es wirklich schwierig, an Filme heranzukommen, weil man muss sich vorstellen, die etablierten Verleihe, die natürlich auch tolle Filme im Programm haben, die zieht es natürlich erstmal zu den großen Festivals. Berlinale, Sundance, Locarno sind nur einige Orte und da kann man einfach nicht mithalten als kleines Landfestival. Über die Jahre, muss man aber sagen, haben wir so ein ganz nettes Netzwerk an Verleihen aufbauen können und da ist auch ein großes Vertrauen da, dass sie einfach auch wissen, bei uns sind sie gut aufgehoben und insofern, das ist so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen, also es ist wirklich mühsam und eben weil wir nicht so groß sind und bekannt sind, aber es geht inzwischen ganz gut und man muss natürlich sagen, in der Branche ist auch durch 2 Jahre Corona eine große Anspannung, das heißt, es werden auch viele Filme erst noch ein wenig zurückgehalten, weil sie einfach durch diesen Rückstau einfach erstmal auch die Kinoleinwände in anderen Orten oder sowas finden wollen und dann erst auf kleine Festivals gehen. Aber es klappt eigentlich inzwischen ganz gut. Wie funktioniert das? Ich kenne mich in den Genres nicht aus. Wenn jetzt von den 20 Filmen, Sie haben jetzt auf einen ein Auge geworfen, wie kommt man dann daran? An wen geht man ran? Was kostet das? Und ist der Film dann bei Ihnen das erste Mal zu sehen? Wie funktioniert das im Maschinenraum? Also das ist tatsächlich natürlich ein Ehrgeiz, den jedes Festival hat, eine Vorkinopremiere, eine sogenannte, zu haben. Es ist natürlich immer schöner, dass man Filme zeigt, die vielleicht noch nicht im großen Kino zu sehen waren oder vielleicht möglicherweise auch niemals. Andererseits gibt es so tolle Filme, wie zum Beispiel Der Waldmacher von Volker Schlöndorff, der gerade in sehr vielen Kinos lief, aber auch die Vorführung bei uns ist schon ausverkauft am Donnerstagabend, so gut wie. Also es gibt noch einige Tickets vor Ort. Das zeigt, dass die Inhalte eigentlich zählen. Und tatsächlich, ja, wir müssen ziemlich viel Geld inzwischen in die Hand nehmen, weil natürlich das auch eine Einnahmequelle für Verleihe ist, diese Filme sozusagen zu verkaufen, zu verleihen. Und das ist inzwischen ein ganz schöner Batzen Budget, den wir da einplanen müssen. Und es ist so ein bisschen wie so ein Schachspiel. Also man hat dann Interesse an einem Film, dann wird vielleicht gesagt, wir müssen noch mal schauen, wie das mit den anderen Festivals ist, warten wir noch mal ab. Dann wird also sehr viel hinterher telefoniert, bis dann irgendwann die Minute kommt, oh, wir bekommen den Film, dann heißt es, kriegen wir den Filmemacher, weil was vielleicht auch uns sehr, sehr, sehr besonders am Herzen liegt, ist unbedingt auch die Filmschaffenden, den Filmemacher des jeweiligen Films einzuladen und vor Ort zu haben, dass auch wirklich ein reges Gespräch nach den Filmen und das viel besprochene Lagerfeuer am Lagerfeuer stattfinden kann. Insofern, viele Filme fallen dann einfach aus dem Programm, weil dann kann der Filmemacher nicht kommen oder wir bekommen den Film nicht. Und wenn dann alles passt, dann ist das jedes Mal ein Geschenk. Passt es am Donnerstag, am 1. September mit Volker Schlöndorff? Das passt auf jeden Fall. Also kommen Sie. Sie können auch noch Tickets vor Ort erwerben und auch über unsere Webseite kann man das machen. Und wir freuen uns wahnsinnig. Volker Schlöndorff wird mit Katja Riemann, die ja auch sich sehr gut auskennt in Afrika, ein Gespräch führen. Und der Landwirt und Unternehmer Benny Bösel, bekannt von Gut und Bösel, der auch sehr tolle Ideen zu Klima und Nachhaltigkeit hat, wird auch als Gesprächsgast erwartet. Also es ist nicht nur der Film, der Spaß machen wird, sondern auch die Diskussion im Anschluss. Worum geht es in dem Film?
Der Waldmacher ist wirklich eine unglaubliche Geschichte eines australischen Wissenschaftlers, der mit seiner Familie in den 70er Jahren nach Afrika gezogen ist und verzweifelt war über die Trockenheit und die Wüstenbildung und dann eigentlich durch seine wissenschaftliche Know-how wahrscheinlich, aber auch durch viele Zufälle, entdeckt hat, dass es ein unterirdisches System gibt, ein Wurzelsystem, was durchaus von Pflanzen, die an der Oberfläche nicht mehr zu sehen sind, hinterlassen wird. Und dieses System hat er wieder sozusagen in Schwung gebracht. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und Volker Schlöndorff hat diesen Wissenschaftler begleitet in verschiedensten afrikanischen Ländern und erzählt eben die Geschichte dieses Waldmachers. Also, liebe Zuschauer, 1. September, Bazzaro, der Waldmacher im Filmfestival von Susanne Sirmund im Film Ohne Grenzen. Wir müssen jetzt eine kleine Pause machen, nämlich ein bisschen Geld verdienen. Wir haben noch einen sehr schönen Filmausschnitt, den Susanne Sirmund mitgebracht hat. Den zeigen wir Ihnen gleich nach der Pause. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Ihrer Lieblingssendung Auf den Punkt bei TV Berlin. Heute bei mir zu Gast Susanne Sirmund, Gründerin und Chefin des Filmfestivals Film ohne Grenzen. Es findet dieses Jahr zum 10. Mal statt. Es ist ein Jubiläum. Gibt es noch Tickets und was kosten die? Es gibt auf jeden Fall noch Tickets, die man über unsere Webseite erwerben kann, filmohnegrenzen.de. Das ist ganz einfach, da kann man sich aufs Programm scrollen und über Eventbrite Tickets erwerben. Die kosten 8 Euro, sind auch noch an Vorverkaufsstellen rund um Bazzaro zu haben. Oder wer kurz entschlossen ist, kann auch direkt auf den Hof kommen während des Festivals und noch ein Ticket erwerben. So ein Festival braucht viele Hände. Sie sind Gründerin, Chefin jetzt. Wer ist noch sozusagen im Team? Wer macht da noch mit? Ich habe gelesen von einem Beirat. Erzählen Sie uns was darüber. Also ganz toll ist, dass ich mit einer ehemaligen Sat1-Kollegin, die ich durch Zufall vor 10 Jahren getroffen habe in der Stadt und die ich überredet habe, doch mit mir dieses Filmfest weiterzuführen, dass ich das im 9. Jahr sozusagen mit dieser Festival-Freundin mache, Tanja Berntsen. Das ist ein großes Geschenk, weil sie hat viele Fähigkeiten, die ich nicht habe. Also wir ergänzen uns eigentlich super. Und dann gibt es natürlich inzwischen auch ein Team aus Werkstudentinnen und einer Praktikantin. Und wir sind sozusagen ganzjährig beschäftigt. Und dann gibt es tatsächlich auch einen Beirat, der recht prominent besetzt ist und natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Achse für unsere Arbeit ist, weil wir über diesen Beirat natürlich ein Netzwerk haben, was wir alleine gar nicht hätten. Und wir kommen teilweise natürlich an Filmstoffe, an die wir vielleicht sonst nicht rankämen, weil eben ein Ronald Zerfeld seit vielen Jahren für uns und mit uns zusammen dieses Festival sozusagen begleitet. Inzwischen Schirmherr ist der Ronald und insofern Lars Kraume ist dabei, der ja selber auch ein bekannter Filmemacher, Regisseur, Drehbuchautor ist und der wunderbare Gero von Böhm, der auch ein Meister des Talkes ist. Also da sind wir sehr, sehr dankbar. Jetzt reden wir noch mal über das diesjährige Filmfestival, über das Jubiläumsfestival. Was ist dieses Jahr sozusagen das Schwerpunktthema? Sie haben davon erzählt, dass es immer einen Schwerpunkt gibt. Letztes Jahr Sehnsucht, wir haben mal Mut gehabt. Was machen wir dieses Jahr? Dieses Jahr haben wir unser Schwerpunktthema Übermorgen genannt, also über das Morgen oder Übermorgen. Und ich weiß nicht, es geht, glaube ich, allen Zuschauerinnen und Zuschauern so, dass man doch sehr verstört ist, dass die Welt ja gerade, muss man sagen, einem wirklich viele Sorgen bereitet. Der Klimawandel, die soziale Spaltung, die Digitalisierung, die unser aller Leben verändern wird. Der Krieg in der Ukraine, die Zeitenwende, die Energiekrise, also viele Themen, die uns beschäftigen und uns mit Sorgen begleiten. Absolut, Sie sagen es. Und wir möchten natürlich trotzdem irgendwie einen Ausblick auf ein Übermorgen geben, was lebenswert ist. Also ganz wichtig ist ja, dass wir irgendwie weitermachen und dass wir Lösungen finden. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, dass diese Filmbeiträge, die wir ausgewählt haben, eben sich mit diesen Themen beschäftigen, aber vielleicht auch immer einen irgendwie doch optimistischen Ausblick geben. Das finde ich ganz wichtig, weil am Ende ist es unsere Erde, unser Leben.
leben und wir müssen es auch miteinander irgendwie schaffen. Und ich glaube, dass dieses Festival dadurch, dass auch die Gespräche und diese Gemeinschaft da so zelebriert werden, einen irgendwie mit besseren Gefühlen entlassen, als vielleicht, wenn man kommt und denkt, oh, jetzt wieder ein Film über Klima. Sie haben uns etwas mitgebracht, einen Filmausschnitt. Liebe, D-Mark und der Tod. Das zeigen wir jetzt mal. Und Sie erzählen uns was darüber. Ja, der Film ist aus den Anfängen der 1960er Jahre, wo die sogenannten Gastarbeiter aus Anatolien nach Deutschland eingeladen wurden. Wir haben ja auch damals schon einen großen Mangel an Personal und Arbeitern gehabt. Und was so schön ist, ist, dass diese Menschen ja ihre Kultur mitgebracht haben. Und wenngleich sie sich auch sehr, sehr einsam hier gefühlt haben, das macht dieser Film auch sehr deutlich, haben sie sich doch auch eine eigene Kultur erhalten hier und die besonders geprägt durch ihre Musik. Das ist ein sehr musikalischer Film und bietet Archivmaterial, was so noch nie gesendet wurde. Und wir sind unglaublich froh, dass wir diesen Film als Vorkinopremiere zeigen dürfen. Und tatsächlich wird Deria Yildirim, die auch in diesem Film zu sehen ist, auch bei uns auf dem Hof sein und mit ihrem Instrument ein wenig Stimmung in die Scheune bringen. Vorkinopremiere, was bedeutet das nochmal genau? Also es ist noch nicht angelaufen und Film ohne Grenzen zeigt das zum ersten Mal? Genau. Das ist zumindest als Kino-Vorpremiere sozusagen, läuft es bei uns das erste Mal und das ist natürlich toll und geht dann in die Kinos. Was sehen wir noch an Filmen? 20 Filme sind ja insgesamt an dem verlängerten Wochenende von Donnerstag bis Sonntag zu sehen. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber, was den Zuschauer dann erwartet am 1. September-Wochenende. Also wir haben einen unheimlich interessanten Film, The Gig is Up, über die Digitalisierung in der Welt, der tatsächlich die Missstände, die große Player wie Google, Facebook, Amazon, was so hinter deren Arbeit steckt, was algorithmische Geschichten verursachen und wie Menschen eigentlich so überhaupt keine Rechte, Arbeitsrechte mehr haben. Das ist ein wirklich beeindruckender Dokumentarfilm, wie in Afrika die ärmsten und ungebildetsten Menschen einfach einen Laptop in die Hütte geworfen bekommen und dann für 20 Cent am Tag so ungefähr die KI-Lücken dieser Programme, dieser großen Player sozusagen füllen. Das ist wirklich sehr beeindruckend und auch dazu haben wir ein ganz tolles Videogespräch mit einer der Macherinnen sozusagen organisiert. Es gibt den Film Into the Ice, der sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Spannenderweise ist der Film von Campino gesprochen. Der wird auch nach unserem Festival erst in die Kinos kommen. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Das Schwerpunktthema ist dieses Jahr übermorgen, also übermorgen, und Sie haben uns schon erzählt, es soll auch ein bisschen zukunftsweisend sein und ein bisschen in dieser schweren Zeit ein bisschen Optimismus verbreiten. Was ist das für ein Film, oder der uns sozusagen die Herzen öffnet? Die Herzen öffnet, das kann ich jetzt auf einen bestimmten Film gar nicht beziehen. Also es ist irgendwie Children of the Mist, ist irgendwie eigentlich ein schweres Thema, was aber sehr humorvoll verarbeitet wird. Rabbi Kurnas zum Beispiel, der wahnsinnig tolle Film von Andreas Dresen über eine Mutter, die ihren Sohn aus Guantanamo rettet, ist eigentlich sozusagen von der Thematik natürlich wahnsinnig traurig. Es ist ja eine wahre Begebenheit, aber dennoch schafft es diese herzliche und sehr beeindruckende Frau, dass man mit einem guten Gefühl aus diesem Film geht. Und tatsächlich haben wir auch den wirklichen Anwalt dieses Guantanamo-Häftlings als Talkgast da. Also ich glaube, dass man dass man viele Themen, schwere Themen dort sozusagen serviert bekommt, aber dann doch, vielleicht auch, weil wir ausreichend Wein gelagert haben, dann doch mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Jetzt haben Sie nicht nur das gute Gefühl, was uns da begleitet in den 4 Tagen, sondern es gibt auch eine Sonderaktion.
Und was dieses, oder immer wieder mal bei Ihrem Filmfestival eine Sonderaktion, was steht dieses Jahr auf dem Programm für eine Sonderaktion? Also wir nennen das jetzt nicht Sonderaktion, sondern es ist eigentlich immer so ein Ausflug in eine andere Kunstform, so würde ich es jetzt mal so ein bisschen anders formulieren. Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel junge Sänger und Sängerinnen des Heidelberger Frühlings, das ist ein Musikfestival, zu Gast und wir haben einfach immer Lust, so ein bisschen aus diesem rein filmischen auszubrechen, weil ja, es gibt so viele Kunstformen, die glücklich machen, die Inhalte transportieren und in diesem Jahr haben wir tatsächlich eine wirklich spannende musikalisch-szenische Lesung. Das ist in vielerlei Hinsicht spannend. Es geht um eine große Unbekannte Bazzaros. Ihr Name ist Maria Dahlen. Maria Dahlen hat in den 30er und 40er Jahren interessanterweise als Lebensgefährtin... Da haben wir ein Foto, das wir jetzt einblenden können. Maria Dahlen, ja. Genau, man sieht es auf dem Bild. Eine sehr selbstbewusste, emanzipierte Frau, die also schon damals, muss man sagen, ein sagenhaft freies Leben geführt hat im wilden Berlin der Vorkriegszeit. Und Maria Dahlen hatte eben ein Haus mit Wilhelm Furtwängler, dem berühmten Dirigenten in Bazzaro. Und das ist gar nicht so bekannt gewesen. Und eine sehr tolle Münchner Historikerin, Maren Richter, ist bei Recherchen auf Maria Dahlen gestoßen. Maria Dahlen war Ärztin, war im Widerstand aktiv, also eine ganz aktive Person im Widerstand des 20. Juli, hat selber Juden versteckt bei sich zu Hause, ist dann in den 50er Jahren eine der ersten Ärztinnen und Gesundheitspolitikerinnen in der Regierung gewesen, später bei der WHO tätig, also eine wirklich beeindruckende Person. Und uns hat natürlich dieser Bezug zu Bazzaro interessiert. Es gibt tatsächlich auch noch das Haus, in dem sie gemeinsam gelebt haben. Und diese Historikerin Maren Richter hat jetzt irgendwie eine wirklich tolle musikalisch-szenische Lesung kreiert, muss man sagen. Gemeinsam mit einer Cellistin und einer Berliner Schauspielerin wird sie sozusagen die Geschichte dieser beeindruckenden Frau bei uns erzählen in der Scheune. Jetzt sind viele Zuschauer bestimmt interessiert, an welchem Tag das stattfindet. Das findet am Freitag statt, das ist der 2. September um 18 Uhr und Sie können Tickets auch vor Ort erwerben oder eben über unsere Webseite. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich. 10 Jahre Film ohne Grenzen. Schwerpunktthema haben wir besprochen. Wir haben Sonderaktivitäten besprochen, jetzt wie Maria Dahlen. Und es gibt ein Jugendprogramm. Das müssen wir auch noch erwähnen. Ja, das ist unser Steckenpferd. Das liegt Tanja Berntsen und mir wahnsinnig am Herzen. Wir bieten jährlich Schulkinoprogramm. Das heißt, wir laden Berliner und Berlinerinnen ein. Wir machen ruhig weiter, da schellst du mal ein bisschen. Wir laden Berliner und Berlinerinnen, wir laden Schüler ein aus der Region. Die laden wir zum Schulkinoprogramm nach Bazzaro ein. Und da suchen wir sehr ausgewählte Filmstoffe, die wir dann auch mit Medienpädagogen diskutieren. Wir möchten einfach auch die Diskussionskultur bei jungen Menschen eigentlich so ein bisschen fördern. Das ist uns sehr wichtig. Und gleichermaßen bieten wir ganzjährig, das ist uns auch sehr wichtig, Workshops in Schulen, aber auch in sozialen Einrichtungen, in Flüchtlingsheimen. Also der Integrationsgedanke ist uns auch ein wirklich, wirklich wichtiger. Und jeder, der mit Film zu tun hat, wird das bestätigen. Das Medium Film eignet sich wahnsinnig, gerade bei jungen Menschen. Ich meine, womit kann man junge Menschen noch locken? Eignet sich wahnsinnig, um junge Menschen zusammenzubringen und ist wirklich für uns ein tolles Tool, um ja, vielleicht auch Jugendliche, die ein bisschen am Rand stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Land am Rand stehen und nicht zur Gemeinschaft des Dorfes gehören, ein bisschen zu integrieren. Und das ist uns total wichtig. 10 Jahre Film ohne Grenzen. Hier ist die Gründerin und Chefin. Was gibt es für Pläne für die Zukunft? Wie geht's weiter? Also die Pläne sind auf jeden Fall groß, gewaltig. Wir sind wahnsinnig begeistert bei der Sache und es ist halt eine Frage der Finanzierung, dass wir eben diese Kulturmarke auch weiterhin sozusagen halten können. Aber wir sind eigentlich optimistisch und wenn Sie mich nach Plänen fragen, ist vielleicht dieses Filmfestival immer mehr zu einem Gesprächs- und Filmfestival, dass da irgendwo doch auch der Gesprächsteil eine große Rolle spielt. Das sind vielleicht Pläne, die wir für die Zukunft haben. Aber
Aber jetzt sind wir erstmal froh, wenn wir das anstehende Festival hinter uns bringen. Wir haben seit 10 Jahren nie Regen gehabt. Es bleibt wirklich spannend, wie man eigentlich mit einem Regentag umgeht, bei so einem doch zu großen Teilen auch draußen stattfindenden Festival. Also mal schauen. Es geht nicht ohne Unterstützung, es geht nicht ohne Sponsoren. Was wünschen Sie sich oder wie könnte man sozusagen jetzt, man will ja immer größer und noch nachhaltiger werden vielleicht, auch noch mehr bekannt werden. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wer kann noch helfen? Was ist mit Sponsoren und so weiter? Lassen Sie uns auch mal dieses Thema nochmal ansprechen. Also Sponsoren sind natürlich ein wichtiges Thema, weil wir ausschließlich auf Sponsoren und Fördergelder sozusagen dieses Ganze realisieren können. Und das ist jedes Jahr wieder ein Wabonspiel. Also nach dem Festival ist gleich vor dem Festival, machen die gleichen mit wie im letzten Jahr. Das ist jedes Mal natürlich wieder eine große Frage und auch sehr mühselig. Andererseits muss man auch voller Dankbarkeit sagen, wir sind seit vielen Jahren vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Wir haben tolle Stiftungen, die uns unterstützen. Daimler, inzwischen Daimler Truck, ist ein sagenhaft verlässlicher Partner. Aber dennoch, wir brauchen immer, immer Geld. Und für jeden Zuschauer und für jede Zuschauerin wird das Leben teurer, auch die Technik wird teurer. Also auch wir merken natürlich, dass eine wahnsinnige Preissteigerung zu verzeichnen ist. Und insofern freuen wir uns auch über 100 Euro Spenden, die man über unsere Filmwebseite machen kann. Und ja, und dass viele Leute wieder ins Kino gehen. Das ist vielleicht ein Wunsch, den ich für die Zukunft habe und natürlich auch für unser Festival, dass viele, viele Menschen einfach Lust haben, zu unserem Festival zu kommen. Und das ist vom 1. bis 4. September in Bad Saarow auf dem Gut Eibenhof. Ich bedanke mich, Susanne Sörmon, Gründerin und Chefin des Filmfestivals, für Ihr Kommen. Ich habe mit einem Zitat angefangen und ich möchte es nochmal wiederholen, weil es sozusagen so schön zusammenfasst, dass Sie auch vielleicht doch vom 1. bis 4. September dahin gehen. Wolfgang Kohlhase, der bekannte Filmemacher, hat gesagt, über das Filmfestival, ein Ort, an dem es an Schönheit nicht mangelt, darüber haben wir gesprochen, und was ein Programm, an dem es an Sinn nicht fehlt. Also auf zum Filmfestival Film ohne Grenzen vom 1. bis 4. September nach Bad Saarow. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.